Ja, so balinesisches Haus, ja? Mhm, oder hinduistische Haus, das erkennt man ja von Opfergaben, ne? Ja, also genau, deswegen sagt man immer, Bali sieht man auch auf Lombok, ja, aber nicht umgekehrt, ne? Ja, so traditionelle Häuser, sage ich mal. Ist es jetzt Familie? Guck mal, Familie, so Familie, also von verschiedenen Familien, ja? Nein. Hier, die Hahnen, die Kampfhähne, ja? Wow, ja. Ich sehe. Kampfhähne. Und du hast nicht gemacht? Oh, die Jual. Ja, das ist ja, die sind ja die Kampfhähne. Die werden auch so gehalten, auch zum Verkaufen. Ja? Ah, ja. Ja, die sind ja schon starke Hähne. Ja, also der Mann hat es dann. Berapa harganya satu kalau begini kata ayamnya? 800, 300. Oh, gitu. Ja, das kostet 400.000 Rupiah, so ein Hahn. Ja. Ja, der ist ja nicht zum Schlachten, der ist entweder nein. Oder für die Hühner, zum ja. Eile, oder? Nein, zum Kampf, ja. Zum Kampf, ja. Ja. Ja, das kostet 400.000 Rupias, ja. Zum Kampf. Wenn er nichts taucht, kann man zurückgeben. Die können ja nicht trainiert werden, oder? Zum Kämpfen, oder? Ja, die werden schon. Die sehen aber so stark aus, ja? Also das heißt, die können schon gut kämpfen vielleicht, ja? Aber da bin ich dann aber dafür nicht Spezialist, ja, so, das weiß ich nicht so ganz genau. Aber so werden die dann gehalten bei uns. Ja, ja, deswegen sieht man auch schon viele an der Straße auch, dass sie auch schon an der Straße hingestellt werden. Ja? Da werden sie dann auch oft ja unter die Sonne gestellt, ja? Dass sie dann so stark genug sind. Ja? Ah, ja. So werden die dann auch schon trainiert. Ja? Ist auch schon ein Tempel hier? Ah, das sind hier Hindus, ja? Hindus, genau. Guck mal, so Hakenkreuz, ja? Hakenkreuz genauso wie auf Bali, ne? Weil die Hindus sind, ja? In Deutschland umgekehrt, ne? Umgekehrt, das Hakenkreuz vom Adolf. Ja. Ja, das heißt ja Swastika namanya deh yang gambar ini. Kalau di Jerman namanya, wie heißt das ja, in Deutschland? Hakenkreuz. Ja, aber gibt es einen Namen sowas, ne? Nee. Gibt's nicht, ja. Hakenkreuz. Ja. Darfst du ja nicht verwenden in Deutschland. Adolf Hitler. Ja. So. Gak apa-apa ke jalan di sini. Gak apa-apa. Lihat-lihat. Tapi ya begini keadaannya. Ya, kan dia pengen lihat seperti apa gitu ya. Enggak seperti. Ya, jadi ini perkampungan masyarakat Hindu di sini di Bile Bante. Persis seperti di Bali, ya, ada sesajennya. Di sini ada dua, di sini sama di Karangkobu. Oh ya, kampung Bali ya. Kampung Bali di sini. Oh ya, aku. Desa Bile Bante ada kampung Bali dua. Ya, es gibt ya dua balinesische Dörfer hier in Bile Bante, ya. Das eine ist das Dorf hier. Und die sehen genauso wie auf Bali, also mit Tempeln und so weiter. Und an dem Eingang auch zum Beispiel auch nochmal, da ist auch diese Hakenkreuz. Ja, immer. Das ist Symbol vom Leben eigentlich, also Lebensrad heißt das, ja. Dass das Rad immer sich dann dreht, mal ist man oben, mal ist man unten, ja, auf der Seite. Ne? Das heißt, gibt es immer Probleme im Leben, ja. Gibt es immer Lösungen dafür, ne? Das ist jeden Tag, ne? Das ist jeden Tag, ja. Ja, genau, da gibt es dann auch schon
Also die Opfergaben, da besteht aus Wasser? Verschiedene Sachen. Wasser oder da gibt es Gurke, da gibt es eigentlich so ein Lebensmittel oder Reis. Ja? Da hat sie auch Reis an dem Stirn. Ja? Genau. Da hat das eine Art von Opfergaben auch. Ja? So geht, guck, Stirn, Reis. Ach so. Ja, Reis, ja. Und, ich schläfst ja schon wieder, Albert. Ja, ja, genau. Ja. Ich bin auf die Schlange konzentriert gerade. Also, du guckst auch, da willst du rumlaufen. Ja, genau. Ja. Die werden auch trocken, werden auch schon Müll, ja, überall. Da wird es auch geopfert, ja. Mhm. Da gibt es so eine Opfergabe. Ja. Aber jetzt guck mal, die Leute möchten doch sehen, dass das Zeug nie angelangt wird. Mhm. Dass der Gott das gar nicht isst. Dass der Gott, was? Dass der Gott wollte nicht opfern, nichts nimmt. Ah, so, ja. Na, also das muss einfach nur so hingestellt ja, werden. Ja, genau. Und das halt man ist. Glaubt, dass ja, ja. So werden die irgendwie verpflegt oder wo. Mhm. Die, Gott, die Gottheiten. Ja, das ist wieder das. Aber das ist halt der Glaube, ne? Ja, Glaube. Das ist Spiesen für Sate. Ja, das Sate, ja? Oh, ja. Yeah. Ah, das ist zum Essen. Für Sate-Spiesen. Oh, gitu. Kalau ibu beli apa namanya untuk yang dibakar itu apa namanya untuk yang bahan yang dibakar itu? Enggak, yang ini kemenyan itu di mana? Biasanya ada dijual ini yang oh gitu. Yang untuk sesajen itu kan dibakar gitu. Kan harum dia. Ya, ya. Ya, menyannya. Oh, gitu. Kan ada bentuk kayak stick gitu ya atau dupa itu ya. Dupa. Dupa di mana beli biasanya? Ada sih ada yang jualan. Oh, ada yang jualan ya. Juga gitu ya. Kalau di pasar kalau sini bikin sendiri ya. Dupanya beli juga ya. Ich frage nach Räucherstäbchen, ja, also die waren das. Ja, es wird dann selber hier gemacht, ja. Räucherstäbchen. Oh, ja. Babys, ja. Oh Gott, ist er böse? Ja, komm, wir gehen woanders hin. Ja. Genau, ja. Babyhund. Die Mana Pura? Ja, wir besuchen auch kurz in den Tempel. Oh ja. Ini kan kayak pohon, ini kayak vanili ya, bukan ya? Bukan vanili ya? Apa namanya? Ya, ich dachte, das wäre Vanille, ja. Merci. Mau bawa ini kupinya? Hah? Dibawa dulu? Apa? Ini mau bawa keluar? Enggak usah, enggak usah. Nanti aja best sekali. Banyak sekali dibikin mau bikin upacara mungkin ya. Banyak. Oh, dijual. Ja, das ist ja für Sate-Spieße. Oh ja, er macht das, ja. Also es wird alles an diese... aus Bambus, ja. Es wird dann so mit der Hand gemacht, ja. Aus Bambus, für Sate-Spießen. Ya, coba lihat caranya bikin. Oh enggak, dia heran melihat cara bikin. Alles mit der Hand, so ein alter Mann macht das auch schon, damit er auch schon ein bisschen was produzieren kann, ja? Während des Rumsitzen, ja? Ja. Okay, wir gehen weiter kurz, ja?
Ein bisschen gucken hier, Tempel vielleicht, Tempelbesichtigung.